Willkommen zurück bei FIFA 16 und wir sind im letzten Gruppenspiel des Freundschaftsturniers. Wir spielen jetzt gegen Brügge, gegen den Ersten. Mit einem Sieg haben wir den Gruppensieg geschafft. Mit einem Unentschieden kommen wir auch weiter. Wenn wir verlieren, müssen wir auf Schützenhilfe von Newcastle hoffen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim Spiel. Und damit willkommen zum letzten Gruppenspiel gegen Brügge. Ich habe in der Aufstellung noch was verändert. Ich habe Cutlets wieder in die Startformation gepackt. Und unser Neuzugang Gacinovic spielt jetzt auf der linken zentralen Mittelfeldseite für Stendera. Und wir wollen hoffen, dass Gacinovic sich hier schön einlädt bei der Eintracht. Auf jeden Fall ein junger, sehr vielversprechender Spieler, den sich die Eintracht da geholt hat. Der natürlich seine Zeit brauchen wird, aber die Zeit... Oh, das fängt ja schon wieder gut an. Brügge direkt im Angriff. Sie wählen in diesem Spiel ein 4-4-2 mit Raute, mit einem offensiven Mittelfeldspieler als Unterstützung für die beiden Angreifer. Ja, da haben wir ihn wunderbar die Beine weggehauen. War natürlich keine Absicht. Ja, Spieler im Fokus. Cutlets, 2 Tore im letzten Spiel. Berechtigt. Oh, da kommen sie direkt zum ersten Chance. Dann schauen wir, wo ist Alex? Alex ist irgendwo da hinten. Jetzt müssen sie aufpassen. Und nun ein Schuss. Oh mein Gott. Da haut uns Brügge direkt das erste Ding rein. Nicht umsonst Gruppenerste mit 2 Siegen. Das war auch wieder viel zu einfach. Otschipka kommt nicht ran und dann... Boah, freie Schussbahn. Da müssen wir natürlich jetzt gucken, dass wir es einigermaßen ausgehebelt kriegen. Und sie verlagern das Spiel auf die andere Seite. Kann er den Ball behaupten? Das ist die Chance! Es gibt und der war leider zu weit. Ansonsten wäre die Flanke vielleicht schön noch auf den langen Pfosten gekommen. Oh, der Otschipka wieder vorbei. Das wird gefährlich. Verteidiger hat aufgepasst. Die Flanke war gar nicht so schlecht. Oh, es war abseits. Er geht abseits. Haben wir nochmal Glück gehabt, das wäre schon wieder gefährlich geworden. Und es wird natürlich wieder gefährlich. Oh, Chipke darf sich jetzt diesmal nicht abbrühen lassen. Abgelenkt. Und den haben wir wieder ganz leicht vertändelt. Da kommt das Hebel noch dazwischen, aber wieder nichts bei rumgekommen, leider. Und der feiert heute Geburtstag. Er feiert Geburtstag, schön für ihn. Schöner Pass. Und jetzt kommen Alex. Und jetzt ein Schuss. Da ist er aufmerksam. Gut vom Torwart. Da kam Cutlets jetzt nicht mehr richtig an den Ball. Und Brügge führt mich gerade richtig vor. Otschipka wird hier wieder vernascht. Komm schon, Otschipka, den schnappst du dir noch. Da passt der Verteidiger sehr gut auf. Gutes Auge in dieser Situation. Er entscheidet auf Vorteil. Oh! Er entscheidet auf Meister. Das ist eine gute Position. Das muss eine Karte geben. Den haben wir ordentlich weggewämst. Gebt die gelbe Karte für dieses Foul und jetzt müssen wir aufpassen. Zu Recht die gelbe Karte für Abraham. Klasse Variante! Sehr gut gemacht vom Torhüter. Cutlets im Laufduell hat er keine Chance. Und den Ball hat er sich geholt. Und den Ball hat er jetzt richtig versaut.
Die stehen aber auch gut, die Brügger. Sie holen sich den Ball. Und da spielen sie natürlich wieder mit dem Torhüter. Es läuft nicht gut für uns. Brügge kontrolliert das Spiel einfach ganz locker aus der Hüfte. Da kann er sich den Ball holen. Oh, was mache ich denn da? Boah. Zum Glück geht der vorbei. Wir müssen wirklich auf Schützenhilfe von Newcastle laufen, ansonsten war es das in dem Turnier für uns. Cutlets. Das könnte eine Gelegenheit werden. Meier. So wird das nichts mit dem Tor. Der Torhüter ist da. Mark Milligan. Und wieder ist Brügge direkt am Drücker. Da ist der Ball weg. Oh, was mache ich denn da? Wurde ja gesagt, was macht denn Seferovic da, die Sau? Komm, Reinhardt, hol dir den Mann da außen. Schön geklärt von Ignowski. Brügge ist echt bisher jetzt die härteste Nuss. Seferovic. Oh, der ist zu lang, oder? Ah, verdammt! Der Ball ist draußen, es gibt Einwurf. Den muss er doch besser spielen. Bock. Former. Mark Milligan. Fossen. Alter, Brügge macht hier mit uns, was sie wollen. So, natürlich, kein Problem. Er holt sich den Ball. 3 Minuten gibt's noch zusätzlich in dieser Partie. Da zieht er ab. Da passt der Klasse. Oh Mann! Es kann doch nicht wahr sein. Wir kriegen hier nichts hin. Brügge kriegt hier eine Chance nach der anderen hier. Und kann ja nicht sein, dass wir überhaupt nichts gebacken kriegen hier. Und Ecke für Brügge. Boah, ist das ein Krampf hier. Das hätte ich so nicht erwartet. Oh. Gleich ist Halbzeit. Oh. Halbzeit. Jetzt müssen wir mal schauen. Ich glaube, wir müssen da ein bisschen was ändern. So gerne ich auch Gucinovic die Chance geben würde, aber wir brauchen definitiv mehr Kompetenz. Aigner geht dann rüber für Hasebe. Meier packe ich nach vorne für Cutlets rein. Und für Cutlets kommt dann Stendera. Ich hoffe, das bringt was. Ich hoffe, wir werden jetzt ein bisschen offensiver agieren können. Alle Spieler sind zurück aus der Kabine. Kann weitergehen. Und dann haben wir die Gruppenphase bald auch schon geschafft. Komm schon, Hasebe, den holst du dir. Sie lassen den Ball gut laufen, schwer für den Gegner, das zu unterbinden. Da pfeift er Freistoß. Der pfeift aber auch alles, das kann doch nicht sein. Das wird gefährlich. Und wieder Ecke. Wir kriegen den Ball da hinten nicht raus. So, gleich wird hier gewechselt. Jo, Bewegung an der Seitenlinie. Und der ist wieder zu lang. Das gibt einen Der Punkt. Ist wieder zu lang für Meier. Oh, da war noch einer dran. Eigner.
Das ist gut. Sie unterstützen den ballführenden Spieler. Und da wird wieder nichts draus. Wenigstens den Ball behauptet. Wichtig, dass er hier. Und ich spiele den direkt in die Füße. Willst du mich verarschen? Jetzt bin ich. Michele. In der Bundesliga steht dann bald das nächste Spiel. Oh, den einmal zu viel die Taste gedrückt. Dann geht es auswärts gegen. Da entscheidet er den Freistoß. Ich will doch nur den Ball haben. Fick dich, Schiri. Und jetzt muss er aufpassen, das wäre extrem bitter, wenn er runter müsste. Da fliegt keiner runter. Vanaken. Jetzt Meunier. Ach komm! Wenn er Pech hat, fliegt er jetzt vom Platz. Du kannst nicht wirklich alles pfeifen hier. Der Unparteiische lässt die zweite gelbe stecken. Glück gehabt. Ja, er lässt milde Ball. Raffaello. Michele. Geros! Geht er rein! Oh mein Gott! Was war das denn jetzt? Nein! Hat er sich von den Verteidigern irritieren lassen und den machte Reinhardt daneben. Gar keine schlechte Gelegenheit eben, sieht man ja hier in der Wiederholung. Ach, Benno. Wir haben Chancen, aber wir nutzen sie einfach zu schlecht. Former. Mit ihrer Passsicherheit kontrolliert. Und die spielen sich wirklich den Ball jetzt so, wie sie wollen. Und bei der nächsten und wieder Ecke. Neumann steht schon bereit. Jetzt soll die Führung verteidigt werden. Ein neuer Mann kommt in die Partie. Und die Situation geklärt. Former. Magdei. Diaby. Torwart. Natürlich ganz locker halten. Da war bei weitem nicht genug Druck hinter diesem Ball. Ah, oh, der ist zu lang. Oh, er hat noch Freistoß gefunden. Ah, komm, wir machen jetzt noch unseren letzten Wechsel. Wir haben ja noch da. Wer kann uns noch helfen? Castaños. Castaños kommt für Hasebe. Stendera dahin. Und Meier wieder auf die offensive Mittelfeldsposition. Noch mehr Offensivstärke. Jetzt wird er hier erlösen. Leider keine so gute Leistung heute, folgerichtig die Auswechslung. Er schießt den Ball entschärft. Och, das war ganz locker. Das war nix, das war gar nix. Former. Stendera. Mein Gott, die leichtesten Bälle werden hier vertändelt. Komm jetzt, Seferovic. Seferovic. Jetzt ziehen Sie sich weit zurück. Hoffentlich geht das nicht schief. Jetzt wollen Sie einfach kein Gegentor erzielen. Alle Spieler orientieren sich nach hinten. Mal gucken, ob das gut geht. Bock. Former. Und jetzt haben sie natürlich wieder die komplette Ballkontrolle hier auf ihrer Seite. Wobei ich jetzt diesen Befreiungsschlag jetzt nicht verstehen muss. Stendera. Aber wir haben auch nicht mehr so viel Zeit. Eigner. Alex Meyer. Und da ist das Ding! Sie sind zurück in diesem Spiel. Alex Meyer, Fußballgott, sage ich dazu nur. Oh, hartes Stück Arbeit, hartes Stück Arbeit. Damit konnte man im Moment nicht rechnen. Nee, die letzten Minuten waren sie eher defensiv gebunden, aber sie nutzen hier ihre... Boah, alter Finne. Wir haben ja also den Ausgleich.
Ausgleich geschafft. 1-1. Was bin ich froh, dass wir hier jetzt noch den Ausgleich geschafft haben. Boah, das Spiel ist noch nicht zu Ende. Ja, das ist faul. Könnte auch ein taktisches Foul gewesen sein. Die Mitspieler kommen ihm zu Hilfe. Geht das? Alex Meyer. Seferovic. Oh, diese Ballverluste regen mich gerade richtig auf im Aufbauspiel. Glücklicherweise ist der Brügge jetzt nicht anders dran. Oh, da wollte ich eigentlich nur kurz spielen. Und Brügge wieder im Vormarsch. Wir müssen eigentlich jetzt nur noch den Flanke verhindern. Unser. Stendera. Und weit nach vorne. Hauptsache weg damit. Ich spiele jetzt gnadenlos auf Zeit. Ja, das war's. Wir haben die Gruppenphase geschafft. Scheiße eng war's. Aber Alex Meyer hat uns dann nochmal aus der Scheiße gerissen. Puh. Damit sind wir als Zweiter in der Gruppenphase weitergekommen. Also heißt es jetzt Halbfinale gegen den Gruppenersten aus der anderen Gruppe. Kurz noch schauen, wer da auf uns wartet. Es ist der FC Sunderland, den wir dann beim nächsten Mal haben. Ich hoffe, das Spiel hat euch gefallen. Dann wie immer der Aufruf, Daumen, netten Kommentar da lassen. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt FIFA 16.